Damit hallo und herzlich willkommen zurück hier in der Nähe von unserem neuen Lydir Castle und im Empire of Elegance. Irgendwas hatte ich letzte Folge vor. Ich weiß nicht mehr was, aber ich meine, dieses Castle wollte ich mir mal anschauen. Dieses Castle und Galve. Aber ich werde erstmal Richtung Vorde gehen, denn ich sehe eine relativ große Pluszahl. Das bedeutet, ich habe relativ viele Prisoner bei mir. Und die sollte ich eventuell erstmal in irgendwelche Garnisonen stecken. Aha! Being raided. Interessant. Ich hoffe, die raiden jetzt nur dieses Dorf und greifen dieses Castle nicht an. Wobei es egal ist. Das ist ein Siege Tower. Das heißt, ich werde in der nächsten Zeit so oder so nicht hier angreifen. Interessant. Mit Alexios verlieren wir Ruf. Ich denke mal, dass er kein Land hat. Da sollte ich vielleicht mal was dagegen unternehmen. Ich werde kurz hier mal jetzt verkaufen. Und dann werde ich mal schauen, dass ich dem vielleicht Land gebe. Weil ich habe ja momentan relativ viel Land, was ich vergeben kann. Darum werde ich mich mal kümmern. Ich dachte, ich hätte vielleicht noch irgendwas für die Garnison gehabt, aber anscheinend war das nicht der Fall. Dann gehe ich jetzt erstmal runter und gebe ihm Land. Das heißt, kann ich verkaufen noch? Ja. So. Fine Cabbages. Aha. Jetzt habe ich schon zwei Executor. Die brauche ich halt einfach nicht. Die schmeiße ich, wenn ich jetzt nach Winnica runtergehe, einfach schnell in die Truhe. Ich hoffe jetzt, dass der nächste Angriff zumindest noch ein bisschen auf sich warten lässt. Tja. Ich habe es echt verschrien. Na gut, Winnica hat sich vorerst erledigt. Ich habe jetzt wichtigere Dinge zu tun. Die Makavia, oh nein. Ja, wohin werden die wohl unterwegs sein? Will jemand mal raten? Da muss ich mal ein paar wegmachen. Es ist schön, dass er mich angreift, denn jetzt werden einige Lords von ihm diesem Kampf beitreten und einige nicht. Jetzt ist zumindest mal die Eskorte von dem König schon weg und Lord Palrunner wird auch gleich weg sein. Na gut, dann haue ich die Makavia-Jungs noch schnell um, denn die haben mit Sicherheit was vor. Und dann gehe ich hoch zu Arendal. Arendal sollte lange genug stehen bleiben, bis sie dann zum Angriff übergehen. Das heißt, ich sollte momentan alle Zeit der Welt haben. Der Lord da hinten wird hoffentlich mal sterben. Ich glaube, es war ein Lord, ich weiß es nicht. So. Taktik wie immer. Mädels, lasst euren Zauber wirken. Ja. Das waren ja nur 300 Leute oder so. Eventuell können wir das in einem Aufwasch machen, aber um auf Nummer sicher zu gehen, mache ich das vielleicht lieber nicht. So, mal schauen, wer hier alles durchkommt. Noch sind die roten Punkte relativ weit weg. Aber mal schauen. Es sind auf jeden Fall von den 300 sind schon mal 100 tot. Aber wie gesagt, wir kämpfen hier zwar gegen ein paar Sun, aber es ist halt keine Sun-Gruppe. Das bedeutet, es sind schon etwas bessere Einheiten dabei. Okay, die ersten sind durch. Ich werde mich einmal zurückziehen und jetzt machen wir sie komplett weg. Weil es wären nicht viele gestorben, aber es wären welche gestorben. Und da habe ich momentan keine Lust drauf. So, alle am Start. Dann kümmern wir uns hier mal um den Rest. Ohne Lanze. Gut, das war's für die Lanze. Oh, sogar ich durfte ihn killen. Schön. 153 EP. Wir brauchen ja nur noch 200.000 oder so. Wobei das letzte Level relativ schnell ging, finde ich fast. Wir haben zwar relativ viele Leute umhauen können, aber eigentlich ging es ziemlich schnell. Ich könnte natürlich da schon mal reingehen und ein bisschen Leute schon mal hier umhauen, anstatt hier irgendwie durch die Gegend zu tanzen. So, schauen wir mal, wer kommt denn hier durch? Der wird nicht besonders viel EP geben, toll. Er gibt zum Beispiel 0 EP. Was haben wir denn hier noch so? 303 Schaden. Naja.
Ja, hier sind natürlich relativ viele Northguards und ihre komischen Schilde halten die Pfeile relativ gut weg. Deswegen laufe ich immer erst in die Leute rein, dass denen ihr Schild durch das Reinchargen weg ist und dann kann ich sie leichter schlagen. So, da hinten, das sind wahrscheinlich schon die Reinforcements, die da auf uns zurennen. Aber die werden nicht besonders weit kommen. So, dann sind schon mal die ersten 300 weg, wobei es sind halt jetzt noch über 1000 sind es witzig hier. Und Agathor Krax ist auch noch dabei, das macht mir ein bisschen Sorge. Ich weiß nicht, welche Einheiten er hat, aber er ist schließlich der König von Markavia. Das heißt, er wird mit ganz guten Einheiten aufwarten. Aber wir werden es gleich sehen. Jetzt könnten wir zumindest schon mal den ersten Lord wegmachen. Ich denke auch, wenn ich die Chancen jetzt wieder kriege, hier irgendwelche Lords mitzunehmen, werde ich das auch tun. Außer sie sind Marshall oder Upstanding oder irgend sowas. Dann werde ich die Lords freilassen. Aber sonst nehme ich sie mit. Weil mir kommt jetzt schon die Gruppe ein bisschen kleiner vor, mit denen sie da gerade Richtung Pforte laufen. Und das kann wirklich daran liegen, weil ich halt ein paar Prisoner Lords noch dabei habe. So, das lief ganz gut. Aber das waren auch erst 300. Good natured. Ja, auf Wiedersehen. Oh, da war sogar Lord Metzler dabei. Interessant. Sehr, sehr schön. Er kam wohl von den Drachen, denn das sind relativ viele Drachenlords, mit denen ich hier gerade Ruf bekomme. Aber Leute befreien ist immer eine gute Sache. Da gibt es immer schön viel Ruf. Ja, dann nehme ich jetzt nur hier die ersten paar mit. Die tue ich dann gleich wieder in irgendeine Garnison. Hier die Speerkämpfer dürfen von mir aus auch noch mit und der Rest halt nicht. So. Leider konnte ich keinen Lord mitnehmen. Aber egal. Jetzt kümmere ich mich hier um den nächsten. Ja, wenn ich die jetzt angreife, werde ich gegen alle gleichzeitig kämpfen müssen. Das ist ein bisschen blöd. Aber der, ich meine, wo wird der wohl hinrennen? Der wird jetzt entweder zur Pforte rennen oder geht hier nur kurz zum Raiden. Aber das sind jetzt... Ja, Agathor Krax ist da dabei mit den Divine Athlings. Aber egal, das hilft nichts. Ich muss die wegmachen. Cunning. Der wird mir wahrscheinlich nicht scheuen. Ach, wir müssen sie angreifen. 1100 Leute. Da werden wir uns wieder ein paar Mal zurückziehen müssen, aber... die will ich jetzt weghaben. Weil die haben was Böses vor. Ach, das ist schon wieder dieser Lord. Den habe ich jetzt schon öfter gesehen mit seinem Wolf-Mount. Ja, die kommen natürlich alle durch. Weil das sind alles Kavalleristen mit Schilden. Mit Schildern. Die kommen alle durch. Und der Agathor Krax hat direkt jemanden umgebracht. So, die ganzen Lords werdet ihr doch mal ausnocken können. Da sind doch gerade mal 2-3 Leute da hinten. Kommt, jetzt haut wenigstens noch die Lords da weg. Agathor Krax ist ausgenockt worden, na gut. Aber er ist rangecharged und hat direkt eine umgebracht. Das muss man ihm schon lassen, also... Eier hat er ja. Also ich würde nicht direkt als erster da reinchargen. Da hätte ich schon ein bisschen Angst. Eigentlich hatte ich geplant, euch hier irgendwie aufzuhalten. Und dass ihr jetzt hier von den Pfeilen etwas geschossen werdet. So ungefähr hätte ich mir das vorgestellt. Ja, das läuft schon gleich mal ein bisschen besser als in der letzten Runde. So, jetzt lasse ich euch mal ran. Dann könnt ihr die paar Kavalleristen, die durch sind, noch schnell kaputt machen. Vielleicht kann ich schon mal kurz hier einen... Ach, verdammt. Ja, noch. Vielleicht kann ich hier noch kurz einen vielleicht mit rausnehmen. Den da hinten noch und dann ziehe ich mich zurück. Weil dann kommen die Leute meinen Mädels schon zu mir. So, das reicht schon. Langsam, aber sicher. Jetzt müssen halt erstmal die ganzen Kavalleristen raus. Wie immer halt. So, Aufstellung wie immer. Ja, die sind halt ein bisschen blöd. Die haben relativ starke Schilde und die laufen halt einfach durch. Oder sie treffen meinen Mount und töten es. Ich gehe lieber mal runter. Vielleicht kann ich mir das... Ja, so hatte ich es mir eigentlich nicht vorgestellt. Aber ich dürfte... Ja, ich kann wieder mitmachen. Das hatte ich mir natürlich anders vorgestellt. Zuerst habe ich gedacht, boah, der Kampf läuft richtig gut, weil direkt vor mir einer erschossen worden ist. Vom Mount runtergeschossen worden und ich hätte mir dem sein Pferdchen nehmen können, aber... Ja, das hat nicht so funktioniert. Würde die jetzt mal bitte erschießen, bevor mein Mount stirbt.
aussah. Das wäre echt eine coole Sache. Verdammt. Verdammt, verdammt, verdammt. Wieso töten die immer das Mount kurz bevor ich da draufsteigen will? Okay, jetzt lasse ich es noch ein bisschen laufen. Ja. Gut, das hätte ich kommen sehen müssen. Aber vielleicht könnt ihr jetzt noch kurz ein paar Kavalleristen zumindest wegmachen. Jetzt kommt gleich die Infanterie. Ja, da sind halt Divine Athlings dabei. Und wenn ich das durchlaufen lassen würde, das wäre richtig bitter. Also die würden richtig auf die Nuss kriegen, meine Leute. Weil die Divine Athlings sind böse im Nahkampf. Vielleicht sollte ich mal schauen, dass ich irgendwo hier um die... hier um die Baumstämme rum euch wieder herlocken kann. Ja, die werden durchgelaufen. Jetzt muss ich mich etwas woanders hinstellen. Ja, ich werde allerdings schon relativ häufig getroffen. Manchmal denke ich mir, okay, mein Schild war eigentlich oben. Aber da war das Spiel woanders. So gut läuft's nicht, aber... Naja, gucken wir mal. Zumindest sind relativ viele Kavalleristen schon tot. Vielleicht lasse ich sie auch mal ein bisschen mehr durchlaufen. Wobei, jetzt kommt... Obwohl, doch, da kommen sie. Jetzt wollte ich gerade sagen, hey, Moment, da kommen ja kaum noch welche, aber... Gucken wir mal. So, sehr schön. Von den Black Knights laufe ich jetzt aber mal ein bisschen davon. Ich will euch eigentlich nur kurz aufhalten. So. So, Moment, Moment, Moment. So, jetzt könnt ihr ran und könnt die Kavalleristen, die durch sind, wie immer kaputt machen. Und dann sind wir auch schon bald zu weit. Oh, ein Divine Ethel. Verdammt. So, da kommen die Kavalleristen. Infanteristen meine ich. Direkt durchgekommen und direkt jemanden getötet. Kaum ist der Divine Ethling durch, stirbt sofort eine Virago Heroine. Ja, das ist schade. Die sind böse. Deswegen werde ich auf jeden Fall die Einheiten hier mit Pfeilen machen müssen. Ich habe keine Lust, mit Divine Athlings im Nahkampf rumzuprügeln. Den Nahkampf, den dürfen wir euch für sich beanspruchen. So, habt ihr es dann mal. Macht ihr die mal bitte alle hier weg. So, alle schön stehen bleiben. Lasst euch bitte schön erschießen. So läuft's besser. Das ist halt, wenn ich am Anfang nicht so viel Schaden nehme und mein Mount auch keinen Schaden nimmt, dann kann ich die alle schön aufhalten. Dann läuft's nämlich genau so. Vielleicht kann ich hier kurz einen rauspicken. Danke. 400, oh, oh, geht weg von mir. Oh, 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 bald, 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 böse, böse. Ja, so lief's nämlich schon mal gleich ein bisschen besser. So hatte ich das ungefähr geplant. Genau, so läuft's gut. Dann ist nämlich dieser Kampf auch schon relativ bald erledigt. Denn jetzt sind sehr, sehr viele starke Einheiten gestorben. Dann war's das Ding. Und dann kann ich mich um Arendal kümmern. Ich hoffe, das sind jetzt nicht wieder... bei Arendal nicht wieder 3000 Leute oder so. Ich müsste halt eine Fraktion dazu bringen, mehr oder weniger aufzugeben, indem ich ihnen halt noch ein bisschen mehr Land abnehme. Aber das probiere ich ja momentan mit dem Akavia. Und so lange muss ich einfach die Angriffe von beiden Seiten ertragen. Das kann ich jetzt halt momentan erstmal nicht ändern. Aber es geht ganz gut. Man sieht sie hier, man kann die Leute ganz gut auseinanderziehen und bevor sie die Stadt wirklich belagern oder bevor es zum eigentlichen Stadtkampf kommt, kann man das schon ganz gut beeinflussen. So, jetzt sind relativ viele gestorben in der letzten Runde, das war schon mal sehr, sehr gut. Und ein, zwei Runden sind es noch und dann ist die Gruppe schon mal weg. Und dann muss ich mich wieder um Arendal kümmern. Aber ich denke nicht, dass es jetzt wieder so viele Lords sind. Der Emperor selber wird mit Sicherheit dabei sein. Das heißt, einige starke Einheiten sind auf jeden Fall am Start. Aber kriegen wir alles hin. So, hier habe ich gerade wieder kurz das Mount gewechselt, dass ich nicht Gefahr laufe, dass das crippled wird. Da hinten läuft es irgendwo jetzt rum, aber mal schauen, ob es überlebt. Und selbst wenn es nicht überlebt, viel kann ihm jetzt nicht passieren. So, schön wäre es, wenn die Infanterie mal mir folgen würde. Aber einige da hinten laufen durch. Hallo, Infanterist. Ja, mit den ihren Schilden sind die natürlich relativ gut gewappnet.
Wie viel... So ein einziger Schild hält, keine Ahnung, 20 Pfeile oder so aus. Das ist ein bisschen nachteilig. Aber dafür bin ich ja da. Und kann alle, die ein bisschen näher kommen, mal hier verhauen. So, die roten Punkte kommen langsam relativ nah. Aber ja, jetzt ziehe ich mich zurück. Jetzt ist auch schon das Renown so weit runtergegangen. Wir hatten im letzten Kampf, glaube ich, 52. Jetzt haben wir schon noch 33 Renown. Das ist schon mal ein sehr guter Anhaltspunkt dafür, dass die besten Einheiten schon mal raus sind. Jetzt würde ich es auch so schon schaffen, vermutlich. Jetzt müsste ich mich gar nicht mehr zurückziehen. Aber keinen Grund, hier irgendwelche Risiken einzugehen. Und bitte lasst meinen Mount am Leben, das wäre echt sehr toll von euch. Mal schauen, ob es jetzt ausgemacht wird. Ich könnte nicht mehr runtergehen. Wieso habe ich denn jetzt auf einmal so oft received 0 Damage gekriegt? So, ich wollte jetzt eigentlich nur vom Mount runter, weil es war schon wieder nah am Crippled dran. Also nah am Sterben und am eventuellen Crippled. Aua. Wie viele Mounted Leute habt ihr denn noch? Ja, daneben. So, vielleicht kann ich hier ein bisschen was machen. Ja, aber ich sehe, rechts kommen natürlich die ganzen Infanteristen durch. Das heißt, ich werde mich so oder so gleich zurückziehen müssen. Aber im nächsten Kampf wird der Renown schon so, noch so viel tiefer gedroppt sein, weil jetzt haben wir schon 22. Ja, da ist nicht mehr viel am Leben. Eventuell lasse ich das jetzt schon laufen. Aber die Sache ist halt, wir kämpfen nach wie vor nicht gegen Sun. Da sind schon, auch die restlichen Einheiten sind, schwierig. Da sind schon noch ein paar ganz gute dabei. So, diese Mounted Archer sind jetzt nicht so schlimm. Diese Squires allgemein nicht. Ist mir auch lieber, dass ich den hier im Nahkampf mache, als dass der seinen Crossbow auspackt. Weil diese Crossbows, die die tragen, das sind Improved Crossbow, glaube ich, heißen die. Und die sind ziemlich stark. Das heißt, ich mache die lieber im Nahkampf als im Fernkampf. So. Die meiste Infanterie ist schon wieder weg. Da sind noch die beiden Halflings. Ja, das wäre ziemlich böse, in dem Nahkampf zu machen. Das muss nicht sein. So, was haben wir denn hier so? Ach, verdammt. Ja, dann werde ich es wohl doch noch nicht durchlaufen lassen, weil 1, 2, 3 Divine Athlings leben dann doch noch. Jetzt ist es nur noch 14 Renown. Aber Renown ist mir, wie gesagt, egal. Ich bin hier, um meine Truppen so zu führen, dass relativ wenige von ihnen sterben. So, alles stehen bleiben. Dann haben wir jetzt vielleicht auch schon langsam letzte Runde. Aua, aua, aua. Diese ganzen Infanteristen nicht werden. Könnte ich mich jetzt schön um die ganze Infanterie kümmern. Ich meine, wenn die ganzen Kavalleristen nicht werden. Ich meine, ich habe gerade gesagt, wenn die ganzen Infanteristen nicht werden. Aber ich meine natürlich, wenn die ganzen Kavalleristen nicht werden, dann könnte ich mich hier viel besser auf die ganze Infanterie hier konzentrieren. Und die laufen jetzt schon wieder alle durch. Wo ist der? Wo sind denn die Divine Athlings? Da in der Mitte sind sie. Die würde ich natürlich ganz gern rauspicken, aber an die komme ich gerade nicht ran. Die sind zu tief in diesem Melee-Block vergraben. Ja, ich muss aufpassen mit den ihren komischen Wurfmessern da. Wenn die mich treffen, falle ich genau wie in der letzten Runde einfach nur tot um. Divine Athlings, so einen will ich haben. Verdammt. Wieder da. Oh ja, gefährlich. Hallo Northgard. Verdammt. So, viele leben nicht mehr. Eventuell... Soll ich es schon laufen lassen? Nee, wahrscheinlich nicht. Au, nee. Das wäre mir zu gefährlich gewesen. Da bin ich jetzt gerade mit meinem Mount irgendwo hängen geblieben, dann hätte ich wahrscheinlich viel Schaden kassiert. Aber ich denke, jetzt lassen wir es laufen. Jetzt lassen wir es laufen. Die paar Einheiten, die noch da sind, ich meine 400 oder so waren es noch. Das kriegen wir jetzt auf die Reihe. So, trotzdem mal hier alle stehen bleiben, bitte. Soweit möglich. Aua. Aua, wer schlägt mich denn da? Wieso? Ja, liebe Bogenschützinnen, da müsst ihr euch eigentlich drum kümmern, wenn der eine auf einmal hinter mir steht.
So, der dürfte mich nicht mehr kriegen. Oh ja, diese ein einziger Wurfspeer und hier 140 Schaden ins Mount rein. Böse, böse. So, lasst sie noch ein bisschen näher kommen und dann chargen wir rein. Es ist jetzt sehr gefährlich, was ich hier mache, aber vielleicht komme ich durch. So. Da sind zwar noch ein paar gute Nahkämpfer dabei, aber das passt jetzt schon. Ja, das Problem ist, die laufen halt alle mit ihren Schilden direkt auf die Leute zu. Da kommen nicht besonders viele Pfeile durch. Vielleicht könnte ich mir irgendwo unterwegs mal ein neues Mount besorgen. Verdammt, den wollte ich eigentlich töten. Aber egal, Mount ist jetzt nicht so wichtig. Jetzt sollte ich erstmal schauen, dass ich vielleicht die Infanterie hier hinten ablenke, sodass das ein bisschen länger dauert, bis die in der Armee vorne ankommen. Aber die laufen sowieso alle durch. Ja, dann mache ich halt mal diese Bogenschützen hier weg. Also nicht Bogenschützen, sondern Crossbowmans, um genau zu sein. Halt, komm her! Ja, jetzt muss ich trotzdem ein bisschen aufpassen. Wenn die Leute schon auf mich zielen, ein bisschen vorsichtig sein. Weil mein Mount hält nicht mehr besonders viel aus. Und vom Mount will ich jetzt nicht unbedingt runterfallen. Alindel knocked unconscious, na gut. So, ich schmeiß den paar Heroines hier mal in Schlachtruf rein. Jetzt werde ich wahrscheinlich gleich umkippen. Ja, zumindest mein Mount. Aber direkt Tamaris Seite an Seite. Oh ja, cool. Mit Tamaris Seite an Seite kämpfen. Tja, liebe Makavia. Das wird nicht besonders gut für euch ausgehen. Kommst du, Tamaris? Ja, sie kommt. Beziehungsweise anscheinend tut sie es nicht. Aber jetzt packt sie ihren Bogen aus. Das soll sie ruhig machen. So, lasst mich mal durch hier. Lasst mich abspinnen durch. So. Schön, noch ein paar Kills holen. Ich denke, jetzt sollten auch hoffentlich keine mehr sterben. Da sind zwar relativ viele in diesem Pult da hinten drin, aber sterben tut hoffentlich keine. Komm, geh weg hier. So, schön. So, das wäre das. Damit hat sich ein möglicher Angriff auf Forde direkt wieder erledigt. Und dann kann ich mich um Arendal kümmern. Und sobald ich Arendal verteidigt habe, habe ich wieder so 3-4 Ingame-Tage Zeit oder so, um zu machen, was ich will. Da werde ich dann die Castles von den Makavia angreifen und Galva angreifen. So, der ist entkommen. Wer ist das? Upstanding. Oha. Bad Temper, du kommst mit. Oh, das ist Agathor Crack selbst. Interessant. Interessant, interessant. Was machen wir mit Agathor Cracks? Den lassen wir frei. Es kann nicht schaden... Upstanding. Es kann nicht schaden, ein bisschen Ruf mit den Leadern der ganzen Fraktionen zu haben. Also habe ich aus Versehen die ganzen Leute da wieder mitgenommen aus der Gruppe. Wieder falsche Taste. Aber egal, die packe ich direkt in die Garnison. Dann ist das gleich mal erledigt. Danke, dass ich daran erinnert werde, dass mir mein Geld ausgeht. Wir haben einen Mystic Merchant. Sehr interessant. Dann kümmere ich mich mal um den Mystic Merchant eventuell. Ich würde gerne für Tamaris vielleicht eine neue... Wieso verkauft er denn wieder nicht automatisch? Egal. Ich würde gerne für Tamaris wieder... vielleicht ein bisschen neue Rüstung holen. Oh, 16.000 Momente, das kann er sich ja gar nicht leisten. Was ist denn hier so viel wert? Hier Heavy Spike Mail ist relativ viel wert. Cracked. Was ist denn hier immer noch so viel wert? 1.300? 500? So, egal. Mal zurück. Das kann er sich jetzt leisten. So, und er kriegt den ganzen Rest. Ja, immer noch zwei Executor im Inventar. Okay, das kann er sich auch wieder nicht leisten, aber was soll's. Marketplace, ich brauche was Neues zum Futtern. Oh ja, das ist ja alles hier schon ganz schön weggeknabbert. Goods.
Ihr kriegt ein paar Fischchen, ein bisschen Cabbages und ein bisschen Ale und Grain. So, eigentlich wollte ich gucken nach dem Mystic Merchant. Taverne. Vielleicht finde ich was für Tamaris. Mal schauen. Oder vielleicht finde ich... Genau, aus dieser Knights Lord Lands hätte ich gerne noch eine bessere, anstatt meine Band, die ich habe. Und die ist jetzt cracked, das heißt, die ist noch viel schlechter. Ja, hier habe ich irgendwie kein Glück bei dem. Da ziehe ich irgendwie permanent immer nur Müll raus. Aber so läuft es halt manchmal. Ich könnte, genau, ein Armored White Wolf. Das ist ganz cool. Den werde ich mir behalten. Dann kann ich nämlich Heavy Parisno Pure Breed kann ich verkaufen. Und dann ziehe ich den Armored Wolf gleich an. So, vielleicht ein, zwei Mal schaue ich noch rein. Vielleicht finde ich noch was. Irgendeine schöne Ellenzor-Rüstung, die ich noch in noch besserer Verfassung kriege. Young Painted White Wolf. Aha. 48, 54. Der ist ein bisschen besser. Ich glaube, den nehme ich mit und tausche ihn dann gegen den da aus. Also falls dann mal mein Wolf ausgenockt wird, dass ich... Ihr wisst schon. Der ist halt ein bisschen besser als der blaue Wolf da. So, ein, zwei Mal gucke ich noch kurz nach einer Lanze oder vielleicht nach einer schönen Rüstung. Ich finde aber hier jetzt nichts. Einmal probiere ich es noch. So, wie sieht's aus? Keine Lanze, das habe ich mir gedacht. Und auch keine schöne Brustrüstung. Na gut, dann halt nicht. Wir verkaufen noch kurz... Ach, 600, Moment. 29, 400. Ja, ich weiß auch, dass du dir das nicht leisten kannst. Hat denn hier keiner mehr Geld? 29, 600, ja okay. Kann ich zumindest das schon mal verkaufen. Naja gut, wir machen uns jetzt... Moment, ich muss erst noch meine Truppe, glaube ich, entleeren. Und dann machen wir uns auf zu Arendal. Female Assassin tue ich auch raus. Ach, jetzt habe ich wieder diese... Aus Versehen diese Rider draus gemacht, die wollte ich nicht haben. Sehr schön, jetzt habe ich wieder 130 Virago Herons. Da kommen also wieder ein paar schöne Einheiten nach. So. Alles gut, soweit. Jetzt gehen wir los. So, das wäre das. Jetzt muss ich mich um Arendal kümmern. You have failed to follow nor Lord Naraglat. Ich weiß. Verzeihung. So ist es nun mal. Ich habe halt leider momentan ein bisschen bessere Sachen zu tun. Ich hoffe auch, dass Lord Naraglat jetzt auch mal was Sinnvolles macht. In seiner Position als Marschall. Schließlich ist das... durchaus eine Ehre, wenn man hier als Marschall in meinem Reich rumlaufen darf. Gut, Antiope, nichts Interessantes. Wobei, Antiope könnte ich mal reingucken. Der könnte ich vielleicht mal irgendwann 10 hier geben. Genau, die hat anscheinend hoch genug Agi, dass ich ihr jetzt Looting 10 geben kann. Und dann hat sie noch einen Skillpunkt. Ach, was weiß ich, Stärke. Ach, wobei, ach, was soll's. Stärke passt schon. So, wie viele Leute sind es denn diesmal? Oh Gott. Wobei, das scheint jetzt langsam dann doch mal die komplette Armee der Sand zu sein. Wahrscheinlich, die haben ja schon relativ viele Lords verloren. Das sind jetzt vermutlich wirklich alle Sand, die es noch gibt. Naja, mal gucken. Da kann ich eventuell wieder welche rausziehen. Mal gucken. Die folgen mir natürlich nicht wieder nicht weit genug. Jetzt wäre er aber unter Umständen schon so weit weg... das war, glaube ich, relativ gefährlich. Good to see you again. Schön, kriege ich ein bisschen Ruf mit ihm. Da sind relativ viele gejoint. Ich hatte eigentlich gehofft, jetzt zum Beispiel. Jetzt sind nicht so viele gejoint. Also natürlich schon viele. Aber 2400. 50 Leute habe ich am Start. Naja, die Frage ist halt, ich weiß nicht, wie viele... hier insgesamt da sind. Wobei ich meine, dass 2400 vielleicht die Hälfte der Leute ist, die jetzt hier gerade die Stadt belagern. Denn ich glaube, es könnte schon sinnvoll sein, die jetzt hier zu machen. Scheinen gar nicht mal so viele Kavalleristen dabei zu sein. Weil ich denke mir halt, das sind jetzt vielleicht 2000. Das ist jetzt im ersten Moment natürlich relativ viel. Aber...
Ich glaube, dass da insgesamt mehr als 4000 Leute rumstehen. Das heißt, das müsste jetzt eigentlich schon die Hälfte der Einheiten sein, diese 2000. Ich werde das also eventuell durchmachen müssen. Natürlich ist das Schlachtfeld jetzt hier nicht so das Perfekte. Und ich könnte mal... Ja, jetzt ziehe ich mich mal zurück. Ich könnte natürlich nochmal leaven und könnte schauen, dass ich vielleicht ein bisschen weniger Leute kriege. Weil es sind doch relativ viele. Weil es wird jetzt sehr, sehr lange dauern. Wobei, wir haben jetzt schon 80 Leute am Start. Gerade eben hatten wir nur 50. Das ist sehr interessant. Das heißt, in der letzten Runde sind doch schon mehr gestorben, als ich dachte. Oder es liegt daran, dass der Emperor ausgenockt worden ist und dass jetzt sein Tactics-Skill nicht mehr zählt. Weil Tactics ist, glaube ich, dafür verantwortlich, wie viele Leute man am Anfang von einem Kampf am Start hat. Und da jetzt der Emperor, weil der ist ja nicht mehr hier, den habe ich gar nicht gesehen, da der ausgenockt schon war, zählt vielleicht sein Tactics-Skill nicht mehr. Das könnte natürlich auch sein. Wobei die Gruppe hier gefällt mir eigentlich nicht schlecht, weil es sind nicht besonders viele Kavalleristen. Da kommen hier pro Runde so 10 Kavalleristen an, die kriegen wir eigentlich locker weg. Und dann können wir uns hier um die ganzen Infanteristen kümmern. Ja, das werde ich wohl schon durchlaufen lassen. Vor allem, das waren jetzt schon in diesen ersten... ein, zwei Runden waren es jetzt schon mal 100, 200 Leute oder so. Okay, 200 vielleicht noch nicht, aber so 100 Leute waren das jetzt schon mal. Und dann geht es vielleicht ganz gut voran. Weil wie gesagt, da unten werden mit Sicherheit nochmal 2000 oder so stehen. Jetzt scheinen sich wirklich die gesamten Sand nur noch auf mich zu konzentrieren. Was ein bisschen schade ist, aber was ich momentan nicht ändern kann. So, ihr bleibt mal alle stehen. Jetzt kann ich vielleicht hier schon mal rausnehmen. Ich will die Emperor's Guardians. Ja, sehr schön. Denn hier kann ich wieder ein bisschen Level fahren. Was natürlich gerade sehr gefährlich war. Das hier war gerade sehr, sehr gefährlich. So, ich sollte mir vielleicht wirklich nur die Einzelnen nehmen, die hier ein bisschen nach vorne preschen. Sehr schön. Es folgen eigentlich relativ viele Infanteristen schon mir. Oh, 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 oh. Gib Gas, Mount, gib Gas. Sehr schön. Es folgen eigentlich schon relativ viele mir. Das heißt, eigentlich könnte ich mal gucken, ob wir die alle toten... Obwohl, nee, da laufen ein paar durch. Schauen wir mal, wie die sich da vorne schlagen. Hallo, Emperor's Guardians. Ja, sehr schön. Ich weiß, ich habe gerade gesagt, die Mehrzahl Emperor's Guardians, das war natürlich nur eine. Aber das wird nicht die letzte sein. Hier, den Yumi Master vielleicht noch. So. Da sind zwar 3 rote Punkte in meinen Reihen drin, aber das ist jetzt nicht so tragisch. Ja, da sterben doch schon viele, das sind ja schon 200 Leute. Also die Gruppe geht doch um einiges schneller, als ich das dachte. Momentan, mittlerweile, kommen wir halt mit den Sand wirklich schon ganz gut klar. Obwohl wir hier am Anfang der Kämpfe total unterlegen sind von der Anzahl, kommen wir hier sehr gut mit denen klar. Das waren jetzt schon über 200 Leute. Und die Renown Value hier ist gerade von 300 irgendwas schon ziemlich hart nach unten gedroppt. Weil doch schon relativ stark, viele starke Einheiten tot sind. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass meine Mädels diese Kavalleristen alleine machen und dass ich die jetzt nicht immer alle aufhalten muss. Dann könnte ich mich nämlich schon mal um die Infanterie kümmern. Ach verdammt, den wollte ich haben. Ja, das ist jetzt etwas blöd. Oh, 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 oh. Ich lerne halt nicht dazu. Also ich bleibe ständig hier irgendwo stecken und mache hier so gefährliche Sachen. Ah, da folgen relativ viele mir, das ist ganz gut. Jetzt fliegen natürlich auch viele Wurf... Äxte hier auf mich und viele Pfeile. Das heißt, ich muss auf jeden Fall in Bewegung bleiben. Ich darf nicht auf die zurennen. Will aber trotzdem gucken, ob ich... Oh, das war auch wieder gefährlich. Will trotzdem gucken, ob ich hier nicht noch ein bisschen was von diesen Stürmern hier wegmache. So, das sieht ganz gut aus. Hallo, Black Warrior. Tschüss, Black Warrior. Ja, an den EP ändert sich momentan nicht viel. Das sind immer noch, keine Ahnung, 200.000 oder so. Plus, minus, ich habe nicht genau hingeschaut. Auf jeden Fall ist die Zahl noch sehr, sehr groß. Oh, hallo Emperor. Emperor's Guardian.
Ich sage ab jetzt einfach, nee, sage ich nicht. Nee, die sind ihren Titel schon wert. Ich wollte mir jetzt irgendwas anderes einfallen lassen, dass ich nicht ständig hier mit Emperors, Guardians, mit Mehr und Einzahl und so hier durcheinander komme. Aber die sind ihren Titel wert. Irgendwann, die gibt es natürlich auch in der Mercenary-Gilde. Ich bin letztes Mal, in dem letzten Durchspielen von Parisno war ich mal in der Mercenary-Gilde und habe die dort gefunden und habe mir die mal eingepackt. Das waren so 5 Stück oder so. Die waren schon, die waren böse. Die haben in meiner Gruppe durchaus einen ziemlich krassen Unterschied gemacht. So, jetzt sind die roten Punkte schon sehr nah dran. Jetzt muss ich zurück. Das waren aber schon wieder 226. Das heißt, das ist hier jetzt dann auch gleich erledigt. Und dann kann ich mich um die restlichen 2000 irgendwas kümmern. Wir sehen also, dass eine Belagerung der Städte jetzt nicht wirklich so ein großes Problem darstellt, solange wir rechtzeitig da sind, um dort mitzuhelfen. Weil alleine würden die Städte natürlich hoffnungslos untergehen. So, mal schauen. Es sind noch relativ viele Guardians dabei. Aber es liegt halt daran, der Emperor selber ist hier auch dabei und er hat seine ganzen Spearheads noch dabei. Daher sind es so unglaublich viele von denen. Obwohl jetzt schon relativ viele gestorben sind von den Guardians. So, das war jetzt einfach mal in dem einen Kampf schon über 2.000-3.000 EP für mich. Jetzt kommt gleich noch ein bisschen mehr dazu. Wenn ich den da vielleicht kriegen kann? Ja. So, diesmal laufen sie alle durch. Das heißt, diesmal werden wir nicht ganz so viele töten können. Bevor ich mich jetzt gleich wieder zurückziehe. Aber da geht noch ein bisschen was. Jetzt sind sie relativ nah dran. Da geht noch ein bisschen was. So, das war genug. Das waren wieder 150, 200 Leute. Schön, schön. Die Map gefällt mir eigentlich relativ gut. Hier könnt ihr richtig schön schießen. So, und ich kümmere mich mal wieder um die Infanterie. Same procedure as every year. Oh, auf dich habe ich gar nicht gezielt. Verzeihung, ich wollte eigentlich dann mal töten. Ah, das ist jetzt ein bisschen... Oh ja, das ist ein bisschen gefährlich. Okay, everything went better than expected. Hör auf mit deinem Schild irgendwelche Pfeile abzuwehren. Ja, die Infanteristen, die saugen jetzt relativ viele Pfeile auf. Die muss ich jetzt mal töten lassen. Weil, wenn die hier in Bewegung sind, treffen meine Sharpshooter die natürlich nicht. Und können dann auch gleichzeitig natürlich nicht auf andere Leute schießen. Ach, verdammt. Toll, jetzt sind hier schon irgendwelche Bauern in den vorderen Reihen. Halt, weg da. Ja, viele Starke sind nicht mehr dabei. Ich werde mich noch einmal zurückziehen und dann können wir das eigentlich schon laufen lassen. Weil Guardians sind jetzt hoffentlich dann auch mal alle tot. Oh, 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 das war auch wieder gefährlich. Bei diesen Spearmans muss ich einfach besser aufpassen. Aber es funktioniert halt in den meisten Fällen relativ gut. Und dann wird man halt ein bisschen mutiger. So, was kommt denn hier noch für Einheiten nach? Eigentlich jetzt schon keine guten mehr. Ah, das sind immer noch zu viele. Es sind halt doch noch über 1000 Leute oder so. Und irgendwann macht es dann halt die Masse auch einfach aus. Dass dann ein paar Leute sterben werden. Wobei es... Oh, da ist noch eine Guardian. Verdammt. Ich hatte gehofft, dass ich mir vielleicht die Guardian... Vielleicht kriege ich sie noch. Oh, verdammt. Nee. So kriege ich sie auf keinen Fall. Ja, die Pfeile, ich weiß, die Pfeile sind aus. So, da mir Renown egal ist, ziehe ich mich jetzt nochmal zurück und jetzt kann ich sie töten. Wobei, es sind halt immer noch 1400 irgendwas. Aber es sind halt keine guten Einheiten mehr. Schauen wir mal. 1400 sind es noch. Wird natürlich nach wie vor gerne wieder... Das Problem ist, wenn ich diese Kavallerie nicht aufhalte, dann rennen die halt hier irgendwo durch die Gegend und saugen jede Menge Pfeile sozusagen auf. Weil in Bewegung treffen halt meine Sharpshooter einfach nicht. Das heißt, ich habe die Kavallerie immer gern anfangs schon draußen. Dann haben nämlich meine ganzen Mädels Zeit, auf die Infanterie zu schießen. Wo gar nicht mehr so starke Einheiten dabei sind. Ja, ich habe halt relativ viele Spearheads jetzt
hier in diesem Kampf dabei. Das heißt, es sind schon viele Bauern dabei. Ein paar Black Warrior Vereinzelte laufen hier noch rum. Aber ansonsten... Ich denke, vielleicht lassen wir es noch nicht komplett durchlaufen, aber reinchargen können wir alle mal schon. Aber jetzt dürft ihr kurz noch ein bisschen von euren Pfeilen Gebrauch machen. Ja, die Swift Hunter sind halt auch noch alle da, ein paar Monks. Spear Master sind auch noch da. Vielleicht nicht die beste Idee, jetzt schon reinzugehen. Ich will nicht, dass all meine Mädels sterben. Aber was heißt all meine? Also, wir würden sie jetzt auch schon schaffen, aber ich will halt nicht, dass so viele sterben. Ihr wisst das. So. Ja, die Pfeile scheinen langsam schon aus zu sein. Ich sehe nicht mehr so viele wie am Anfang. So, aber ich denke, wir können ruhig mal reinschauen. Mal gucken. Aua. Jetzt kommen sie langsam durch. Ja, jetzt könnt ihr mal rein. Schauen wir mal, wie es läuft. Und was hier noch so für Einheiten nachkommen. Ja, die Monks geben 303 EP, also die sind jetzt auch nicht so schlecht. So, direkt die erste tot, anstatt ausgenockt zu werden, das ist vielleicht schon mal ein schlechtes Zeichen. So, die Swift Hunter dürfen ruhig mir mal folgen. Ja, da kommen doch noch ein paar Kamikaze Warrior. Vielleicht noch nicht die beste Idee. Wobei, es läuft natürlich schon sehr, sehr gut. Aber ich werde Verluste zu beklagen haben, wenn ich mich nicht noch zurückziehe. Und eventuell habe ich auch mich selber als Verlust zu beklagen. Ja, einmal ziehe ich mich noch zurück. So, das ist jetzt aber das letzte Mal. 1000 Leute, die werden jetzt alle sterben. Irgendwann ist hier mal Schluss. Ich habe schließlich nochmal 1000 Einheiten vor mir. Also jetzt muss hier mal was erreicht werden. So, die drei Kavalleristen bleiben bitte hier stehen und lassen sich bitte töten. Verdammt, einer ist durch. So. Oh, stirbst du bitte, danke. So, die restlichen sind mir jetzt... ich kümmere mich jetzt hier derweil um die anderen. Genau, die Kamikaze Warrior sollen nämlich noch weg. So, Lanze, auf geht's. So. Jetzt sieht es gleich schon mal viel schöner aus. Ich könnte natürlich wieder Reinforcements hier reinholen. Und dann hätten wir umso mehr Elite-Einheiten und die umso mehr Kacke machen. Ach, das mache ich jetzt einfach mal. Ich weiß, das gefällt Warband immer gar nicht, wenn so viele Leute auf dem Feld sind. Aber das mache ich jetzt. So, wann kommen sie? Da kommen Reinforcements have arrived und new enemies. Mal schauen, wie sich das auf die FPS-Zahl so auswirkt. So, noch ist alles in Ordnung. Jetzt könnt ihr reinchargen. So, ich lenke derweil euch hier hinten, wenn es geht, vielleicht mal ein bisschen ab. Ne, die laufen einfach alle durch. Die laufen einfach alle durch. Die FPS-Zahl wundert mich, doch relativ konstant, obwohl ziemlich viele Leute auf dem Schlachtfeld sind. Das freut mich. So, ich kümmere mich derweil hier mal ein bisschen um die Bauern. Da vorne in dem großen Schlachtfeld will ich jetzt sowieso nicht mitwirken. Ich kümmere mich hier ein bisschen um die einfachen Fels. So, da hinten kommen nochmal neue. Oh, das war gerade sehr gefährlich. Das hätte mich jetzt gerade ausnocken können. Weil es sind halt, jetzt leben wahrscheinlich noch so 800 Einheiten oder so. Und ich will halt nicht jetzt ausgenockt werden, weil sonst gucke ich die restlichen 800 Einheiten wieder nur zu. Und das will ich jetzt auch nicht. Ich will zumindest hier ein bisschen noch mitmachen. So, wo könnte ich denn mal einen Schlachtruf reinwerfen? Wie wär's denn mit hier? So. Damit sind die ersten 2400 Einheiten schon mal weg. Und wir können uns um den Rest kümmern. Hoffentlich kann ich wieder ein paar Lords mitnehmen. Weil ich habe schon das Gefühl, dass der letzte Angriff oder der eventuell Angriff auf Horde um einiges geringer schon ausgefallen ist. Als der letzte und...
Es wird halt daran liegen, dass ich halt die ganzen Lords einpacken. Wobei dieser Angriff hier von dem Sand, der kommt mir immer noch relativ viel vor. Also 4000 Einheiten insgesamt ist schon relativ viel. Weil ja, diesmal habe ich halt auch alle Spearheads dabei. So, der Kampflok hat mal wieder überhaupt keine Chance gegen uns. Das ist sehr schön. So, einfach mal ein bisschen rein. So. Da kommen hoffentlich keine Reinforcements mehr, wobei... Vielleicht kommt sogar nochmal Reinforcements. Aber da will ich jetzt ehrlich gesagt nicht reinlaufen. Da bleibe ich lieber ein bisschen außerhalb und schlag mich mit dem einen hier um. Oh, der mir gerade richtig viele Probleme macht. Oh, das wird ja sogar fast eng. So, aber die restlichen Einheiten lasse ich von meinen Mädels töten. So, 2400 Einheiten weg. Die nächsten 2400 oder so sind... warten auch schon auf uns. Wie sieht's denn? Gucken wir mal die Zahlen. Da respawnen gerade welche. Man hat's gerade an dem Ready-Counter von den Gegnern gesehen. Man sieht's immer noch. Die respawnen und sterben einfach schneller, als dass sie respawnen können. Wie die Zahlen hier runtergehen. Der arme Kampflok, sage ich nur. Der arme Kampflok. Aber das dürften die letzten gewesen sein. Es sind 9 Einheiten tot. Das... Naja gut, wenn ich mir angucke, 9 gegenüber 1000, aber... Naja, ihr wisst, wichtig. Die armen Mädels. Schade um die 9. Wahrscheinlich alles wieder Higher Sharpshooter. So wie ich mir das denken kann, aber nun ja, so ist es. So, ich denke, ich kann leaven. Ich sehe es natürlich nicht, weil der Kampflok nicht aufholen kann, aber ich drücke mal Tab. Das sollte passen. So, der Emperor selber, den lasse ich wieder gehen. Der Kampflok hat noch gar nicht aufgeholt, deswegen sehe ich jetzt auch gerade gar nicht den Ruf, den ich gekriegt habe und die ganzen Sachen halt. So, hier ist wieder alles, hier nehme ich wieder alles mit. Oh, da war gerade was 19.000 wert, das muss ich mir mal anschauen. Crude Plated 267.21, will das vielleicht jemand tragen? Das hätte ich vielleicht euch vorher mal fragen können. Ah, Insufficient, ja, ich muss erst noch ein bisschen was raustun. So, wollte das, das glaube ich, wollte jemand haben. Jetzt ist es nämlich weg. Sehr gern. Nehmt. Es soll euer sein. So, das packen wir gleich mal alles in die Garnison. Hoffentlich komme ich bis zur Garnison durch und hoffentlich greifen die mich nicht vorher schon an. Aber ich sollte durchkommen. Ja, das war eng. Aber ich will... so wenig wie möglich männliche Einheiten drin haben, wenn es nicht unbedingt sein muss. So, jetzt wird noch verkauft. Und das ganze Zeug hier kann auch weg. Ach ja, diese Executor. Brauche ich wirklich 2 Executor? Ja, okay, brauchen, was ist schon brauchen, aber... Braucht man ein schnelles, teures Auto? Das braucht man auch nicht unbedingt, aber... 8, 68, 22. Vielleicht ziehe ich mich irgendwann mal um. Vielleicht kriege ich irgendwann mal einen Kopfschmuck, sozusagen, der hierzu passt. Aber jetzt eins nach dem anderen. Ich werde... Die Garnison habe ich da schon erledigt? Die habe ich noch nicht erledigt. Ich werde gleich nochmal... eine kurze Pause einlegen, nachdem ich hier alles wieder rausgeschmissen habe. Und dann werden wir in der nächsten Folge Arendal verteidigen. Da bin ich mir relativ sicher, dass wir das tun werden. Und dann werde ich die Makavier angreifen. Jetzt habe ich nämlich relativ viel Zeit, mich um die Makavier zu kümmern. Denn jetzt sind sowohl die Sun als auch die Makavier-Leute abgewehrt und jetzt werde ich mich um die kümmern. Die restlichen Sand da draußen sind wahrscheinlich immer noch über 2000. Aber das kriegen wir alles hin. Ich mache an der Stelle jetzt mal Schluss. Wir sehen uns dann gleich wieder, werden Arendal verteidigen und dann uns in der Welt mal ein bisschen umschauen, wo wir expandieren können. Aber alles der Reihe nach. Hier gönnen wir uns jetzt erstmal ein bisschen was Gutes zum Essen. Und dann sehen wir uns auch gleich gestärkt wieder. Und bis dahin, tschüss, ciao und auf Wiedersehen.